Servus an die DSL-Empfangsgeräte. Heute geht es bei diesem schönen, aber kalten Wetter darum, wie ihr aus kalten Händen geheizte Hände macht. Ja, diese Handschuhe, das sind keine normalen Handschuhe, die haben nämlich hier LEDs dran und Heizknöpfe. Das sind also Handschuhe mit Heizelementen, die sind von der Art und Weise sehr, sehr identisch, sind zwei verschiedene Marken. Das eine ist von Sunwill, das andere ist von Dr. Warm, das ist also das mit dem schwarzen, das andere das mit dem roten. Und ich zeige euch mal in dem Video, was die können, für was für einen Sport oder für welche Aktivitäten die geeignet sind, ob die überhaupt heizen und noch mehr Details. Ja, für wen sollen diese Handschuhe sein? Ich teste die zum Radfahren natürlich. Da geht es um Rennradfahren, da geht es um Mountainbiken im Herbst, im Frühling, aber natürlich auch im Winter. Und da ist ja häufig so, dass ihr gerade beim Mountainbike-Fahren, also die Lenkerposition dann so habt, Finger, Zeigefinger, weil man den auf der Bremse hat, der besonders kalt wird, auch mit normalen Handschuhen. Und beim Rennradfahren durch diese Position ist natürlich besonders der Daumen exponiert und wird sehr, sehr kalt. Und es gibt natürlich zwei Arten, wie ihr euch schützen könnt. Klar, ihr zieht die Handschuhe vom Skifahren an. Die sind aber beim Radfahren halt einfach kontraproduktiv. Durch das dicke Material könnt ihr schlechter bremsen, ihr könnt die Schalthebel schlecht erreichen, die Vario-Sattelstütze, weil alles natürlich ein bisschen dicker ist. Dann kommen solche Handschuhe ins Spiel, weil die sind relativ dünn vom Material her. Das sind also so Übergangshandschuhe vom Material, würde ich grundsätzlich jetzt mal sagen. Und was man mit denen, wie ich finde, sehr schön machen kann, ist diese mit einem weiteren Paar in der gleichen Dicke, in dünn, das zeige ich euch jetzt, zu kombinieren. Das heißt, ich habe im Inneren den geheizten Handschuh, habe dann nochmal einen zweiten dünnen Handschuh drüber und habe immer noch die komplette Beweglichkeit beim Fahrradfahren, die ich brauche für Schalthebel, Bremse, andere Knöpfe. Und das ist eine sehr, sehr gute Konstellation. So, vielleicht erstmal grundlegend zu solchen Handschuhen. Wie funktionieren die? Also die haben Heizelemente hier in der Außenfläche, in der Innenfläche natürlich, aber im Außenbereich, nicht auf der Handfläche, wo man die auflegt, sondern komplett einmal durch alle Finger durch. Diese zwei Modelle von Sunwill und von Dr. Warm, die sind, würde sagen, zu 99% identisch. Es sind so kleine Kleinigkeiten, die sie unterscheiden. Gemein ist bei beiden, sie haben einen Knopf drauf, mit dem ich die Heizstufe hier wählen kann. Das habe ich bei dem genauso. Ich habe eine Anzeige, in welcher Stufe ich gerade bin. Ich habe bei beiden den Akku hier unten, also nicht hier oben aufliegen. Das heißt, so im normalen Benutzung ist das gar nicht störend. Und in beiden sitzt ein 2200 mA Akku drin mit 7 Volt, 7,2 Volt. Und der ist angegeben bei voller Leistung mit ungefähr 2 bis 2,5 Stunden. Und was sie geschafft haben, das sage ich euch dann auch gleich. Bearbeitung und Handling, das sind die auch sehr, sehr identisch. Bei dem Sunwill ist es so, da gefällt mir die Verarbeitung der einzelnen Nähte und der einzelnen Flächen gefällt mir ein bisschen besser. Was der auch hat, ist einmal hier so ein Klettband, mit dem ich den Handschuh ein bisschen enger ziehen kann. Das hat der Dr. Warm nicht, hat allerdings auch hier unten diesen Reißverschluss, bei dem ich den Akku dann rausnehmen kann. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und die Nähte an sich, die sind, ja, ich sag mal, sehr, sehr ähnlich. Außer bei den Fingerspitzen, da sehen wir Unterschiede. Da hat der von Dr. Warm hat noch diese Touchfläche drin. Allerdings glaube ich, dass hier die Nähte von der Verarbeitung her, weiß ich nicht, wie lange die halten werden. Die sind einmal komplett hier vorne als Spitze genäht. Und das haben wir bei dem Sunwill nicht. Zum einen ist der Sunwill hier innen mit so einer, ihr kennt das, so einer Silikon-Pad-Fläche versehen, so ein Netz. Was bedeutet, dass es nicht ganz so rutschig ist? Also der Dr. Warm ist da deutlich glatter, ist einfach eine glatte Stofffläche.
Und bei dem ist das hier so ein bisschen, ja, nicht gummiert, aber halt mit diesem PET-Zeug, so eine Art Gel-Gitter überlagert, was vielleicht irgendwie das Handling, das Halten vom Handy oder von anderen Sachen vielleicht nochmal ein bisschen verbessert. Was mir bei dem hier besser gefällt, einfach von der Verarbeitung, ist hier so ein Inlay nochmal für die Außenfläche, die Nähte. Und die Nähte gehen bei dem hier einmal komplett bündig um den Finger drumherum. Aber ansonsten sind die, wie gesagt, eigentlich komplett identisch. Beide haben Ladegerät dabei mit einem Y-Stecker. Ich kann also beide Akkus von den Handschuhen jeweils an einem Netzgerät gleichzeitig aufladen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass ich da nicht nach und nach dann die Akkus aufladen muss. Technisch haben wir noch eine Unterscheidung. Also beide, hatte ich ja schon gesagt, haben hier diese Heizstufen, die ich hier anwählen kann, also ob ich wenig oder viel haben möchte. Das haben sie beide. Was allerdings der von Sunwill noch hat, ist auch zusätzlich eine Akkuanzeige. Wenn ich da einmal drauf drücke, dann kriege ich den Akkustatus angezeigt. Das habe ich bei dem Dr. Warm nicht. So, über was reden wir hier überhaupt? Wir reden hier über Handschuhe, die liegen so im 60, 70, 80 Euro Bereich, je nachdem, wo ihr die bestellt. Also ein Investment, was jetzt noch akzeptabel ist. Es gibt Handschuhe, die kosten 150, die geheizt sind. Wichtig ist natürlich nachher am Ende des Tages, wie gut sie wirklich funktionieren. Bei beiden ist wichtig, das gibt der Hersteller an, dass man die, wenn man jetzt nach draußen geht in den Schnee, am besten vorher schon anschaltet, damit einfach schon eine Grundwärme in den Handschuhen vorhanden ist und man jetzt nicht rausgeht, die Hände sind schon kalt, die Handschuhe sind schon kalt und dann schaltet man an, weil dann natürlich die Heizelemente deutlich mehr Energie aufwenden müssen, um auf Temperatur zu kommen. Also angegeben sind, dass die beide so irgendwas zwischen 35, 38 Grad nachher erreichen sollen. Und das geht natürlich leichter, wenn man die vorher schon mal vorheizt und dann erst ins Kalte rausgeht. Akkugröße, hatte ich gesagt, sind bei beiden gleich. Am Ende des Tests werden wir allerdings feststellen, wir waren ja wie gesagt jetzt mit dem Mountainbike unterwegs, so eine Stunde 50 ungefähr. Und da habe ich festgestellt, obwohl beide gleich warm sind, so im Handling, vom Feeling her, bei der Fahrt wie auch jetzt, erzeugt jetzt keiner irgendwie eine größere Wärme als der andere. Allerdings hat der Dr. Warm mindestens 20 Minuten länger gehalten, also der Akku. Der hat schon früher abgeschaltet, bei dem sehe ich es ja nicht, wann er abschaltet. Hier gehen die LEDs runter, irgendwann blinkt die letzte LED und dann weiß ich, jetzt ist gut. Aber der Dr. Warm hat hier, wie gesagt, um die 20, 25 Minuten länger gehalten. Ob man das jetzt als Kriterium nehmen kann, weiß ich nicht, denn beides sind niegelnagelneue Akkus. Beide wurden voll aufgeladen, ist klar. Beide wurden jetzt bei ungefähr minus 3 Grad draußen gefahren, knapp 2 Stunden. Der war dann so bei 2 Stunden 15, 2 Stunden 20. Der, wie gesagt, bei 1,55 leer. Also da muss man jetzt auch gucken, neue Akkus sind ja immer noch so ein bisschen in der Kalibrierungsphase. Es kann durchaus sein, dass das einfach eine Akkutoleranz ist, die da entsteht. Weil von der Heizleistung, von der Akkugröße sind die, wie gesagt, absolut identisch. So, für wen ist also sowas geeignet? Man muss jetzt sagen, wenn die jetzt so laufen und ich stehe hier und mache nichts, dann ist es so, dass die jetzt nicht heiße Finger machen. Die geben eine Grundwärme, die unterstützen natürlich die Wärme der Hand, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier glühend heiße Finger habe, dass sie jetzt anfangen zu dampfen hier. Wir haben jetzt momentan auch so um die minus 2 Grad, schätze ich mal ungefähr. Das erreiche ich damit nicht. Wenn ich also jetzt hier mit zum Beispiel Schlitten fahren gehen würde oder irgendwas im Schnee machen würde, wären die, glaube ich, relativ schnell kalt. Und deswegen hatte ich ja auch die Option gewählt, einfach einen dünnen Handschuh drüber zu ziehen. Auch so ein Übergangshandschuh, also kein Winterhandschuh. Und damit erreiche ich das eingangs erwähnte, ich habe flexible Finger, ich habe bewegliche Finger und dadurch, dass ich diesen gleichen Handschuh jetzt hier nochmal drüber ziehe, kriege ich einfach die Grundwärme hin, die natürlich auch dann verhindert, dass der geheizte Handschuh zu viel Wärme verliert. Und am Ende des Tages muss man dann einfach sagen, die 2 Stunden, die wir jetzt hier unterwegs waren, war es immer so, dass ich nie kalte Finger hatte, also nie so, dass es weh tut, dass es irgendwie unangenehm ist, dass ich frieren würde. Die Bedienung war super, vom Handling her, auch der Akku stört unten nicht. Letztendlich war es aber auch so, dass ich jetzt auch während der Fahrt keine heißen Finger hatte. Also man nutzt das definitiv als Unterstützung. Das funktioniert echt gut, sodass man auch bei schnellerer Fahrt, was ich vorhin sagte, beim Rennrad oder beim Mountainbike, keine kalten Finger kriegt. Aber, das muss man ganz klar sagen, es gibt auch keine geheizten Finger. Also letztendlich würde ich sagen, wenn der Akku
wirklich, und das werde ich jetzt gleich nochmal testen, bei dem Dr. Worm wirklich immer länger hält, dann wäre es ein ganz klares Kaufargument. Ansonsten bin ich bei dem Sunwill von der Verarbeitung, von den Nähten, vom Passen her. Ich habe jetzt hier die Größe L gewählt. Optisch finde ich den auch einen schöneren Handschuh und er hat noch die Batterieanzeige, also den würde ich vorziehen. Momentan für den Dr. Worm würde ich sprechen, dass er ein bisschen länger gehalten hat. Das muss man aber letztendlich nochmal gucken, ob das im Endeffekt wirklich so ist. Also Fazit bleibt, ihr braucht auf jeden Fall einen Überziehhandschuh hierfür noch, damit der auch eine wärmende Funktion bei diesen Temperaturen und Witterungsbedingungen hat. Ansonsten habe ich euch das unten verlinkt, da könnt ihr den beziehen, im Zweifel testet das einfach mal aus. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert, unten auf die Glocke drückt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.